Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EW2KTV zur neuen Folge von WWE 2K17 My Career, wo wir heute bei SmackDown quasi das Rematch gegen Chris Jericho haben, gegen den wir gestern bei unserem Heel-Turn verloren haben. Und heute würde ich sagen, ist Payback-Time. Auf jeden Fall sehen wir schon mal, es hat sich nichts dran geändert. Obwohl ich jetzt Heel bin, haben wir immer noch so die gleichen Gegner immer. Aber schauen wir mal, vielleicht verändert sich das ja noch. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Show. Wir haben auf jeden Fall den Main-Event. Und ihr habt es euch ja gewünscht. Das heißt, heute gibt es eventuell die Fehde mit Dean Ambrose, wenn ich ihn hier auswählen kann. Ja, da ist er. Schauen wir mal. So, da sind wir in der Arena und es gibt noch eine Neuigkeit. Ich habe eine neue Managerin. Als Heel muss ich natürlich auch jetzt die Managerin wechseln. Ich war überlegen, wen ich nehme. Ich wollte Lana nehmen, aber Lana gehört einfach zu Rusev und das konnte ich dem guten Mann nicht antun. Und deswegen habe ich mich für jemand anders entschieden. Aber da müsst ihr euch noch überraschen lassen. So, gehen wir erstmal in die Show. So, da sind wir. Übrigens immer noch mit dem alten T-Shirt, weil man konnte immer noch nicht diesen Token verwenden, um mich bei dem Logo-Uploader einzuloggen. Weiß nicht, was da los ist. Das ist immer so, wenn ein neuer Patch rausgekommen ist, dann ist das eine Katastrophe. So. Nerv mich bloß nicht heute Abend. Manche Leute fragen sich, wie lange ich noch durchhalte. Ich dürfte euch glücklich schätzen. Nee, okay. Nervt mich nicht heute Abend. Schlechte Wahl. Scheiße. Macht die Musik aus. Ich habe den Mist satt, der aktuell in der WWE läuft. Ich hätte gute Lust, jemanden die Zähne einzuschlagen und mir ist es egal, ob ich euch Idioten im Publikum selbst das Maul stopfen muss. Heute Abend solltet ihr mich besser nicht nerven. Hört ihr mich? Haltet die Klappe. Gar nicht so meine Art eigentlich. Die ist nicht die WWE, für die ich unterschrieben habe. Erstschlag, sie fürchten mich, ich wurde hintergangen. Was ist denn Erstschlag? Nehmen wir mal. Bonus für starke Reaktion auf jeden Fall. Der größte Fehler, den man in einem Krieg machen kann, ist darauf zu warten, dass man angegriffen wird. Ich warte nie, ich greife immer als Erster an und deshalb hasst ihr mich so sehr. Weil ich jedes eurer Idole direkt vor euren Augen besiegt habe. Gefällt euch nicht? Klar, aber mir geht es eben nur um mich selber. Und heute Abend kommt das nächste eure armseligen Idole dran, der verdient schon lange einen Tracht Prügel. Ja. Ey, ohne Mist, das ist so leicht Heel zu werden. Beeil dich lieber, schwing deinen Arsch hier raus, du hast eine Menge Müll geredet, ich werde dich Respekt lernen. Schwing deinen Arsch hier raus. Jawohl. Ich bin der geborene Heel. Dean Ambrose, schwing deinen Arsch hier raus, wir werden uns unterhalten und dann. Ja, danke, so schnell konnte ich nicht lesen. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Du lässt mich blöd dastehen. Er kann sich mir jederzeit überall stellen. Das liegt nicht an dir. Nicht aufzukreuzen rettet dich auch nicht. Bonus für starke Reaktion Level 4. Meinst du, dass du die Prügel ersparen kannst, indem du einfach nicht aufkreuzt? Du weißt doch nur, was ich schon immer wusste. Du bist ein Feigling. Was denn jetzt? Du hast mir den Namen versaut, am liebsten würde ich Backstage gehen, ich zerlege hier gleich alles, das wird noch übel. Das wird noch übel. Schlechte Wahl, scheiße. Das ist noch nicht vorbei, irgendwann begegnen wir uns und dann wird das hier schnell übel. Joa. Habe ich mir schon gedacht. Now
Now we know what we have in store. Yeah, man, this is going to be a night to remember. Oh, I'm sure. The a night to remember. Behind that statement, no doubt about that. So, Heel ist wieder ein bisschen gestiegen, sehr schön. War mich echt, wie, was für ein Schleimscheiße muss man sein, damit der Face-Status da mal steigt. Looking at this card, I just gotta rub my hands together and smile. So. Singles match on tap next. We have a real fan favorite. Schauen wir mal im letzten Match, was abgeht. Singles action is up next. You're not going to want to miss this one. Oh, I'm not going to miss it. We have one of our breakout talents versus Chris Jericho. Oh! Well, wir kommen zuerst. Weiß gar nicht, hat man eben meine Managerin gesehen? Wenn nicht, sieht man es jetzt. Sieht sie gar nicht, oder? Was ist denn hier los? Hä? Hab ich vergessen, hier einzustellen, ich Idiot? Na gut, dann bleibt es halt noch eine Überraschung. Aber eigentlich war ich davon überzeugt, ich hätte es eingestellt. Thank you to the WWE Universe for making this show such a success. Man wird irritiert, weil Lawler gerade noch was gelabert hat. Das ist doch sonst auch nie der Fall. Ja, komm. Hier, Jericho haben wir erst gesehen, den skippen wir mal. Na, oh, Junge, Abreibung deines Lebens jetzt. Auch wenn es gerade noch nicht danach aussieht. Ach Mann, hier wird wieder alles reversed. Das ist zum Heulen. So, Move-Vielfalt ist schon mal sehr gut. Oh man, you think he feels awful now? He's gonna feel a whole lot worse in the morning. Yeah, it's gonna be tough to crawl out of the bed tomorrow. Oh no! Talk about getting launched out of the ring! Oh ja, genau, spring da drüber. Jawohl. Es läuft doch schon mal deutlich besser als gestern. He's certainly showing us something new from his repertoire. That's cool. I like new stuff. How will these guys do with absorbing the punishment they're about to receive? Volle Möhre in den Pfosten da rein. Controls the pace of a match quite like this guy. Heb ihn doch hoch, Mann. Oh no, we know what this is. Wow, he's still down after that. So, Eckenfinisher. Ich heute, wie schnell der gelb ist, der Typ. Er kontert's. Was macht der denn da? Hey, wait a minute.
What's this? You can bet there's fire in those eyes. Ah, ja, in der Realität würde ich sagen Best Friend Jericho, aber behaupt mal, das hat hier nichts mit zu tun. Na komm, steh auf. Was ist das denn? Wie krass hat er das gekontert? What's his motive for being out there? This is confusing. Chris Jericho going up high. Ja, roll dich dahin, wenn ich da auf R drücke. Sehr schön. I don't know if we've seen that from him before. My God, his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Takes to the air. Wow. Looks like Kevin Owens has decided to get involved here. Wie wem ist denn jetzt der Owens hier? Now that is just dangerous. So, probieren wir's mal. Schon wieder 75%, dann können wir eigentlich noch auf den nächsten Finisher arbeiten. Ah, das ist dieses Spiel hier. Das ist unfassbar. Gestern habe ich da keine Schnitte gegen den. Und heute alles kein Problem. So. That was some serious punishment. Watch out! Tremendous action in this match. He could pin his opponent right here. I think this is it. Was? Der kommt raus am Arsch. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Natürlich, und jetzt kommt der Reversal. Ist klar. He knows his opponent is completely helpless to resist the submission hold. Oh man, this has gotta hurt. Hey now! And he wills his way out. He almost took his head off with that lariat. Was ist denn dein Schwachsinn? Geht mir mehr die Lust hier in diesem Spiel. I just can't get over the physicality of this match. This has been brutal. Oh Mann! Der hat einen roten Oberkörper. Ja genau, jetzt setzt er hier seine Walls of Jericho ein. Nein, Codebreaker. Das gibt's nicht. Alter, wäre fast die zweite Niederlage gegen Jericho gewesen. Ach man, der kontert mich. And his heartless attack continues. Oh man, this is getting tough to watch. He's clawing his way back into this match. Why is he out here in the first place? I honestly have no clue what his intentions are. Really pushing his opponent to the limit here. Looking to put an end to this one. So, probieren wir erstmal nach dem Twist of Fate, ob das schon reicht. Nee. Also gibt's doch noch einen. Hier, der dunkelrot ist der Oberkörper von ihm. His shoulders are down.
Alter, warum kommt der da raus? Ja, und jetzt gibt es Reversal, natürlich. You can see him struggling to stand after all the damage he's taken. Zu früh, sagt er mir. Das wird angezeigt. Wie kannst du, wenn es schon angezeigt wird, wie kannst du denn zu früh sein? Whatever he's thinking, it's not clear to anyone right now. Jetzt ist es zu spät, obwohl ich zur gleichen Zeit drücke wie eben auch. Blödsinn hier. Weg, Ringrichter. Es gibt's nicht. Es gibt es einfach nicht. Jetzt holt der Knecht sich raus. Jetzt blutet er wenigstens. Sehr schön. Ja, und jetzt geht's der Reversal. Richtig. Nein, Mann. So, danke, ich hab's dann Finisher. Oh, das soll es jetzt sogar sein, wenn der sitzt. Komm, pin ihn und protz hier nicht so rum, du Depp. Ist klar. Es ist klar. Der kommt da raus. Der kommt da raus. Er hat auch wieder ein Signature. Alles cool. So ein Match haben wir, aber ich nicht gewinnen darf hier, oder was? Och, Mann. Zu spät, ja danke, jetzt werde ich wahrscheinlich verlieren. Oh. Ey, guckt euch das an, ich habe keine Chance. Ja doch, jetzt komme ich so langsam wieder, aber... Hier, lila Oberkörper hat der Typ. Obwohl, das lasse ich lieber. Ich probiere mal so zu pinnen, weil sonst kommt wieder der Codebreaker Out of Nowhere hier. Super, das reicht. Ist das ein Quatsch? Da ziehe ich den erstmal eine halbe Stunde durch den Ring und das reicht zum Pin. Wie unspektakulär war das denn? Dieses Spiel, ey. So. Oh, mein Freund. Bin jetzt offiziell in so einer Position, wo ich so Aktionen reißen darf. Ja, mit dem Stuhl. Heb ihn doch hoch und geh weg, Ringrichter. Oh, es ist wahnsinnig hier. Diese Steuerung. Wie auch die Leute abgehen im Publikum.
Brutal, die Freaks. Ja. Das soll's doch gewesen sein. Genau. Beziehungsänderung, ach du Scheiße, voll viele. Guckt euch mal meinen Heal-Status an, wie enorm hoch der schon ist. Viel, viel einfacher. Alle hassen mich jetzt. Wobei, vorher mochte mich ja scheinbar auch keiner. So, Dille, dann gucken wir mal, was uns bei Raw wieder erwartet. Schon wieder ein Match gegen Jericho. Was ist hier los? Ich wollte eigentlich eine Fehde gegen Dean Ambrose haben, nicht gegen Chris Jericho. Na gut, müssen wir uns wohl mit anfreunden. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mir einfach mal einen Daumen nach oben da und einfach mal wieder was in die Kommentare schreiben. Wäre sehr, sehr cool von euch, was ihr davon haltet, dass ich jetzt schon wieder ein Match gegen Jericho habe. Ich bin an dieser Stelle raus, würde mich natürlich über ein Abo freuen. Wir sehen und hören uns dann hoffentlich morgen um 12 wieder. Macht's gut und ciao.